Hallo liebe Freunde des Rechts, heute geht es um die Frage, sollen Ungeimpfte schlechter dastehen, wenn es um die Konkurrenz um Intensivbetten geht? Bei der letzten Welle hatten die Querdenker noch gesagt, es gibt gar keine Überlastung, sie wäre nur herbeigefälscht worden, die Divi-Zahlen wären gefälscht und dann laufen da ein paar Idioten mit einer Kamera durch ein Krankenhaus und sagen, guck mal, hier ist total die Ruhe, gar nichts los, keine Überlastung. Diesmal scheint es anders zu sein, Leute machen sich Sorgen, es gehen Gerüchte um, dass ein ungeimpfter Patient nicht versorgt worden sei und deswegen verstorben sei. Hans-Georg Maaßen schäumt und sagt, darüber dürfte man überhaupt nicht nachdenken, die zu benachteiligen, das wäre eine Menschenrechtsverletzung. Womöglich Totschlag oder Mord, schäumen andere. Schauen wir uns das ganz unaufgeregt juristisch an. Triage, also die Situation, dass wir 4 Betten haben, aber 5 Kandidaten, die gerne drauf möchten, da wird entschieden, wer das Bett bekommt nach dem Kriterium der Zukunftsprognose, wer also die besten Überlebenschancen hat. Und da spielt Impfstatus in der Regel keine Rolle, jedenfalls keine wichtige Rolle. Man könnte darüber nachdenken, dass jemand, der Antikörper hat, vielleicht besser dasteht, aber in der Intensivsituation mag das nicht wirklich das Kriterium sein. Da kann es eher sein, dass Komorbidität, Vorerkrankungen, biologisches Alter, Risikofaktoren wie Übergewicht eine Rolle spielen bei der Prognose, beim Scoring, was da vorgenommen wird. Da gibt es verschiedene rechnerische Methoden, um einen Score zu ermitteln und nach dem kann man dann mehr oder weniger objektiv beurteilen, wer also die besten Chancen hat auf ein solches Bett. Nicht berücksichtigt wird dabei, was der Preis dafür ist, also ob die Person jetzt sehr lange das Bett blockiert und somit mehrere andere Personen verdrängt. In der Schweiz hatte man das durchaus als Kriterium herangezogen. In Deutschland ist das zumindest nicht vorgesehen, dass man sagt, naja, zum Preis von Person Nummer 5 könnte ich eigentlich 4 Herzinfarktpatienten retten. Das spielt dabei keine Rolle. Impfstatus, wie gesagt, nur dann spielt es eine Rolle, wenn es Auswirkungen hat auf die Überlebenschancen. Allerdings hat der Impfstatus eine große Rolle für die Frage, ob man überhaupt in diese Situation gerät. Und da ist es wichtig für Ungeimpfte zu wissen, dass sie nicht so sehr konkurrieren gegenüber anderen geimpften Covid-19-Patienten mit einem Impfdurchbruch, sondern vielmehr mit Personen, die nicht an Covid-19 erkranken, aber trotzdem bessere Überlebenschancen haben. Jemand mit Verletzungen aus einem Verkehrsunfall oder der gerade frisch operiert wurde, hat vermutlich ganz gute Überlebenschancen, statistisch gesehen wesentlich besser als der intensivpflichtige Covid-19-Patient, egal ob mit oder ohne Impfung. Insofern konkurriert man eben nicht mit den anderen Geimpften, sondern mit den Personen, die intensivpflichtig sind, aber vielleicht bessere Überlebenschancen haben. Insofern, ja, es macht Sinn, sich Sorgen zu machen, dass man in einer solchen Situation, die vermeidbar ist durch Impfung, den kürzeren zieht gegenüber anderen Patienten. Aber schauen wir uns das juristisch trotzdem nochmal an, wie diese Triage-Situationen bewertet werden. Es gibt die Ex-ante-Triage, das ist die Situation, wenn mehr Personen zur gleichen Zeit um ein vorhandenes Bett konkurrieren. Und da geht es eben um diese Prognoseentscheidungen, bei der es durchaus Irrtümer geben kann, aber keine großen Ermessensspielräume. Man kann beurteilen, wer hat die bessere Prognose. Man darf aber nicht hineinbeziehen, wer hat welche politische Ansicht oder zu verschulden, dass er in diese Situation gerät. Also der Motorradfahrer steht nicht schlechter als der Busfahrer oder der ungeimpfte Querdenker darf nicht schlechter stehen als derjenige, der sich wunderbar geschützt hat und trotzdem einen Impfdurchbruch erlitten hat. Gleichwohl sind die Bewertungsmaßstäbe vom Gesetzgeber unbestimmt, weil es keine gesetzliche Grundlage dafür gibt, sondern wir uns allein an den gesetzlichen Regelungen des allgemeinen Teils des Strafrechts entlanghangeln an Fragestellungen wie beispielsweise Garantenpflicht tun durch Handeln oder durch Unterlassen. Also ex ante, der herkömmliche Fall, der aber in der Praxis vielleicht gar nicht so häufig vorkommt, weil die Betten eigentlich immer voll sind und man sich eher überlegt, wen kann ich schon von Intensivstationen entlassen, wenn jemand anders kommt. Denn das ist die praktische Herangehensweise, berichten jedenfalls die Reportagen über den Alltag auf den Intensivstationen. Kritisch sehen die Juristen die Ex-Post-Triage. Wenn also jemand schon in Behandlung auf der Intensivstation ist, dann ein anderer Patient hinzukommt, der eine bessere Prognose hat, darf man dann den vorhandenen Patienten runternehmen und dann nur noch palliativ behandeln?
zugunsten für denjenigen, der die besseren Überlebenschancen hat und auf diese Weise also insgesamt mehr Leben gerettet werden können. Da sagen die Juristen, das ist ja ein aktives Handeln, also ein Abbruch an der Behandlung, und das wäre unzulässig, unabhängig davon, was jetzt die Gründe dafür sind, dass der eine bessere Chancen hat als der andere. Das Problem lässt sich aber lösen, wenn man die Ex-Post-Situation zu einer Ex-Ante-Situation macht, indem man nämlich sagt, jeder Patient hat einen beschränkten zeitlichen Horizont für seine Behandlung, er ist auf der Intensivstation für die nächsten 5 Tage und danach wird neu evaluiert. Dadurch könnte es sein, dass wir nicht einen Behandlungsabbruch haben, sondern ein normales Auslaufen der Behandlung, und eine neue Behandlung erfolgt dann wiederum in Konkurrenz mit anderen Patienten. Man merkt, das ist alles ein bisschen haarsträubend und konstruiert. Und genau so ist natürlich das Strafrecht an dieser Stelle. Der Unterschied, ob ich mich strafbar mache mit ex ante oder ex post, hängt dann auf einmal davon ab, ob ich eine Behandlung abbreche oder eine neue Behandlung nicht vornehme. Das zeigt eigentlich auch, wie absurd es ist, dass wir unsere Ärzte in dieser Situation alleine lassen. Das wird man auch berücksichtigen, wenn es tatsächlich zu strafrechtlichen Überprüfungen kommt, dass es für die Ärzte schier unmöglich ist, diese Kriterien korrekt auszufüllen. Da kann man zwar lange Aufsätze schreiben, wie viele Leute da mitwirken müssen, wie das alles dokumentiert werden muss, aber wir werden bestimmt Fälle sehen, wo sich die Entscheidung im Nachhinein auch als objektiv falsch herausstellt und man sich dann fragen kann, haben die Ärzte dann eine strafrechtliche Verantwortung? Die dritte Form der Triage, nämlich die Präventivtriage, gilt als unzulässig, dass man sozusagen jemanden abweist und sagen mit dem Tode weit, nur um Betten freizuhalten, weil jemand anders kommen könnte. Aber auch da muss man natürlich sagen, in der Praxis versucht man tatsächlich Betten freizuhalten, obwohl man sie mit jemand anders füllen könnte. Aber die Wirklichkeit ist wahrscheinlich nicht so schwarz und weiß, dass derjenige, den man auf die Normalstation zurückverlegt hat oder gar nicht erst auf intensiv zugelassen hat, dass der deswegen automatisch verstirbt. Man wird wahrscheinlich gut nachweisen und vielleicht auch dokumentieren können, dass man davon ausging, dass der Patient auf der Normalstation auch gut aufgehoben ist, und spätestens wenn dann der nächste Patient kommt, was vielleicht nur eine Frage von Stunden ist, dann hat man wieder die Situation, dass jemand tatsächlich vorrangig unterwegs ist. Juristisch nicht so ganz einfach, wichtig allerdings für alle diejenigen, die sich Sorgen machen um eine Triage-Situation. Dein Konkurrent ist nicht derjenige mit der Impfung, sondern derjenige, der eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Insofern ist die beste Methode, um sich davor zu schützen, entweder nicht mit dem Virus in Kontakt zu kommen oder sich impfen zu lassen. In diesem Sinne, bleibt gesund.